Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 5. Ja, ich bin heute ein bisschen Banane. Ich hatte gerade ein bisschen lustige Unterhaltung mit meiner Lebensgefährtin. Die hat sich mich kaputt gelacht, weil ich teilweise Wörter irgendwie nicht so zusammengekriegt habe, wie ich es wollte. Und daher dachte ich, wird es auch gleich mal Zeit, eine Folge aufzunehmen, damit ihr vielleicht auch noch irgendwas zum Lachen habt heute. Ja, also wir sehen den Marokkaner. Der hat sich entschlossen, in die Offensive anscheinend zu gehen. Beziehungsweise zumindest versucht er uns jetzt hier doch ganz schön Schaden zuzufügen. Und ich würde aber sagen, wir schauen uns erstmal die Ereignisleiste an. In Nubamba haben wir eine Windmühle fertiggestellt. Und aufgrund der Tatsache, dass jetzt so viel Gegenwehr kommt, sollten wir weiterhin Schiffe bauen. Jetzt wollte ich gerade Fische sagen, ne? Da geht schon los. Schiffe. Und zwar vielleicht ein Freibeuter. Oder doch lieber eine Fregatte. Eisen haben wir noch ein bisschen. Daher wird es dann doch eher die Fregatte, um noch ein bisschen Schlagkraft zu haben. Gut, was haben wir noch? Hier einen Gegner gesichtet. Ja, ein Musketier. Die haben übrigens schon Musketiere. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn bei uns aus? Wir brauchen 16 Runden für die Elektrizität. Und Musketiere, ja gut, könnten wir auch relativ schnell erforschen, aber... Ich denke, auf einer Wasserkarte brauchen wir das nicht unbedingt. Und hier ist ein Freibeuter fertig geworden. Und dieses Mal werden wir allerdings gegen Marineeinheiten befördern. Ich glaube, die restlichen haben wir bisher immer auf Städte befördert. Da jetzt aber doch noch einiges kommt hier, sollten wir ein wenig dort aufrüsten. Gut, Fregatte ist da. Und wir wollten ja die Ereignisleiste weitermachen. So, in Lhasa... Was wollen sie? Was wollen sie denn überhaupt? Ah, Führung, meisten Glauben. Könnten wir sogar schaffen. Mit 49 Glauben die Runde. Könnte das sogar uns gehören, die Quest. Gut, hier unten können wir einen Gegner angreifen. Und zwar von Hormus, der Armbrustschütze. Nicht erfreulich, dass der jetzt hier rumwandert bei uns. Da pennt so ein bisschen unser... Ja, unser Verbündeter ist Genua. Die hätten das eigentlich hier regeln müssen, dass der gar nicht hier durchkommt. Ah. Schwierig, gutes Personal zu finden. Gut, wir haben eine Beförderung. Die ist auf Land. Hat auch schon Reichweite. Und natürlich jetzt noch den zusätzlichen Angriff pro Runde. Das macht uns ja auch so stark momentan. Und hier sind wir auch schon so weit, dass wir einen zusätzlichen Angriff wählen können. Und hier könnten wir die Reichweitenfregatte oder befördern auf 15% Marineeinheiten. Aber wir nehmen natürlich die Reichweitenfregatte. So, und hier haben wir auch noch eine Beförderung. Das ist ein Impi. Hey, wir können umbenennen. Und zwar hier. Und habe ich versprochen, der Marvin, der darf jetzt auch als Impi bei uns direkt an der Front bei Marokko, bei dem härtesten Gegner, ja, sogar ganz alleine kämpfen und sich behaupten. Ich begrüße dich bei uns im Club der glorreichen Impis oder irgendwie sowas. Okay, und du kriegst eine Beförderung, lieber Marvin, und zwar die Büffellinden. Wir sind zwar hier auf hügeligem Gebiet, allerdings sind hier nochmal drei Felder, wo wir dann später eventuell auch hier mit der, und eben dem Gelände kämpfen könnten. Gut. So, dann wollen wir jetzt mal schauen, wie wir hier bei Marokko vorgehen. Die Fregatte, die ziehe ich erstmal nach Olundi. Das ist mir zu riskant, die hier heilen zu lassen. Durch die Fregatte hier oben, die wir wahrscheinlich versenken. Aber wer weiß, ob der hier irgendwo noch rankommt. Die möchte ich ungern verlieren. Gut, machen wir nicht bei Marokko, machen wir beim Franzosen. So wie die das hier wieder wollen von mir. Ja, auch der Franzose fängt an, uns hier ein wenig in Bedrängnis zu bringen. Allerdings nicht so stark wie beim Marokkaner. Ah, schade. Reicht das für den hier? Ja, den können wir damit versenken. Das machen wir doch auch gleich. Feuer. Die Musketier. Der französische Musketier. Nicht zu vergessen. Ein Schuss hier drauf. Und dann schießen wir weiter auf die Stadt. Ja, so machen wir das. Rums. Und der hat ja auch schon Doppelschuss. Darauf.
Und auch hier zweimal raufgeschossen. Und auch Orléans wird bald Geschichte sein. Gut. Ja, beim Spanier sieht es doch eigentlich ganz gechillt aus. Da kommt jetzt nicht mehr viel. Wir wollen natürlich Madrid jetzt noch erobern. Und deswegen müssen wir jetzt aus dem Süden her Madrid in die Mangel nehmen. Und das... Ah, der hat auch Reichweite. Na, guck doch mal. Das ist doch hervorragend. Sehr schön. So. Okay, er sitzt, steht auf dem Hügel. Dann nehmen wir doch erstmal den hier. Feuern drauf. Und dann wird unser General Julius hier einmal angreifen. Und vielleicht, vielleicht reicht das auch. Wenn nicht... Nein, natürlich reicht das. Ja, vergessen, dass er den ersten Angriff ja nicht mitzeigt hier. Selbstverständlich. Hervorragend. Gut, und was machen wir mit dem Terquio? Wir haben natürlich... Wir haben Reichweitenfregatte, aber es sind alles Hügel hier, ne? Dadurch können wir nicht aus dem Norden ranschießen. Wir müssen über Süden ran. Gut, du kommst erstmal hier rüber. Du stellst dich hier drauf. Du gehst hier unten. Ne, eher im Norden lang ist besser. Du bleibst erstmal stehen. Du darfst ja zweimal schießen. Dann kannst du gleich mal die Karavelle hier angreifen. Jetzt gucken wir doch mal mit unserer Fregatte hier, was hier noch so Feines kommt. Ein Missionar. Und sonst sieht das alles sehr entspannt aus. Wir fahren nochmal ein Stückchen. Nochmal hier hin. Wir haben noch 3, 2 und einen Schuss noch. Gehen wir hier hin. Und ja, sieht gut aus. Ich denke, Madrid werden wir... Na, da habe ich jetzt vergeigt. Warum? Ach, weil ich es nicht sehe. Ah, ja. Ich sehe Madrid nicht durch den Hügel und deswegen kann ich nicht drauf schießen. Der kann nicht auf nicht sichtbare Felder schießen. Okay. Das ist halt so, dann schießen wir doch einfach mal hier auf die Missionare. Und machen den platt. Sehr schön. So, und jetzt kommen wir zum richtigen großen Fight beim Marokkaner. Denn der ist noch nicht geschlagen, wie wir das sehen. Und jetzt müssen wir auch mal ein bisschen überlegen, wie wir jetzt vorgehen. Also wir haben hier zwei Fregatten zu stehen. Die ignoriere ich jetzt erstmal, die Musketiere hier. Die können wir nachher immer noch im Nachgang nehmen. Rabat ist meiner Meinung nach jetzt nicht großartig gefährdet, auch wenn hier 3 Einheiten stehen, aber er hat die Kanone gewassert. Daher sollte unser Ziel erstmal sein, die Fregatten kaputt zu schießen, weil erobern können wir nicht. Genau, deswegen ziehst du mal hier runter. Was haben wir hier? Landbeförderung mit Doppelangriff. Und hier haben wir Wasserbeförderung. Und da du keine Reichweite bist, sondern nur Doppelschuss, kommst du hier hin und ballerst drauf. Ja, da haben wir noch schon fast geschafft. Hervorragend. Landbeförderung. Tja, ich glaube, da müssen wir leider durch. Was passiert, wenn wir die Fregatte nehmen und dann hier drauf schießen? Oh, mit einem Schlag tot der hier. Das ist nicht verkehrt, das sollten wir machen. Gut, dann schießen wir also mit dem einmal hier rauf. Ein bisschen Verschwendung. Ist aber halt so. Klingt komisch, ist aber so. Und nee, jetzt will ich hier beim Marokkaner fertig machen, bitte. Gut. Okay. Vielleicht doch nicht so schlau gewesen. Ich sag mal so. Eine Fregatte könnten wir leben lassen. Das tut uns nicht weh. Ja, wir lassen das. Wir werden uns ein bisschen hier um die Einheiten an Land kümmern. Und zwar stellen wir dich genau hier vorne hin. Du ziehst hier ran. Du ziehst hier mal rein. Geht nicht. Wegen dem Bautrupp. Okay. Und feuert jetzt erstmal auf den Ritter. Der Ritter ist mal weg vom Fenster, das ist gut.
Was wir machen müssen, ist mit der Fregatte hier ein Stück zurückfahren. Denn hier haben wir noch eine Kanone. Zack. Und du auch nochmal. Okay, du kannst nicht mehr schießen. So. Übrigens sehe ich gerade, scheiße, der Ritter hat ja überlebt. Kacke. Und Marvin werden wir jetzt da nicht opfern. Gut, dann bleibt es halt erstmal so. Bleibt es, wie es ist. Du ziehst mal hier rauf. Und hier unten geht's auch weiter. Schnell Durchlauf. Du ziehst auch runter. 1, 2. Ja, okay. Hui! Yippie, yay! 1, 2, 3, so. Und da wurde auch schon wieder was befördert, glaube ich, oder? Große Persönlichkeit geboren. Ja, sehr schön. Wo brauchen wir die? Admiral haben wir noch nicht in, hier unten im Süden. Von daher werden wir den nächste Runde, beziehungsweise jetzt schon, in anderen Hafen bewegen. Und werden den gleich bei Barcelona stationieren. Zack, und da ist er schon. Cooles Feature, wie ich finde, dass man einfach umstationieren kann. Wusste ich auch lange Zeit nicht, dass das funktioniert. Ist aber echt genial. Gut. Hier sind wir auch durch, glaube ich, ja. Hat er erledigt, hat er erledigt. So, du darfst noch schießen. Du könntest dich mal heilen. Ja, du heilst erstmal eine Runde. Und zwar hier. Er heilt sich auch erstmal. So. Schauen wir doch mal kurz auf die Demografie. Und wie wir sehen, haben wir ein weiteres Problem an der Backe. Der Engländer, der ist auf Platz 1 bei den Soldatenwert. Und wie ihr sicherlich wisst, sitzt er hier bei uns auf einer Insel. Ich weiß nicht, woher oder wo er die ganzen Einheiten hat. Ich meine, er hat zwar hier hinten auch nochmal zwei Städte. Aber jetzt, ich weiß es nicht. Ich finde es nicht. Ich habe es nichts gesehen bisher. Also keine Ahnung. Wir können ja mal mit dem Impi mal runterlaufen. Vielleicht plant er auch eine riesen Invasion auf uns. Ich glaube, dass England uns bald angreifen wird. Und wenn das passiert, dann haben wir ein dickes Problem. Dann glaube ich, könnte das echt noch eine Niederlage für uns werden. Bisher sehe ich noch nichts. Okay, er macht Selbstmord fast. Okay, gucken wir. Nicht, dass Marvin gleich wieder vom Fenster weg ist. Nee. Oh, oh, oh. Guckt. Oh, 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 oh. Was kommt denn hier alles? Freibeuter, Fregatte. Mein lieber Scholli. Okay, Frankreich versucht sich am Impi. Scheitert aber kläglich anscheinend. Okay, unser MP ist fast tot. Okay, Brasilien jetzt Verbündeter von Hongkong. Okay, Hormus hat Napoleon den Krieg erklärt. Und Genua ist jetzt mit Brasilien verbündet. Oh. Na gut, aber Brasilien hat eh noch Krieg gegen Frankreich. Und somit auch gleichzeitig Krieg gegen Hormus, glaube ich. Muss ich gleich mal gucken. So, die Völker, die am meisten lachen. Oh. Minus 5. Natürlich, weil Genua jetzt weggefallen ist mit dem Luxus-Source, glaube ich. Was Genua für eine Stadt? Sie wollen Natur, kaufmännisch. Ja, genau, das ist das Problem. Deswegen werden wir dir ein Geschenk geben. Wir haben genug Gold, und zwar 1000 Gold. Somit sind wir wieder mit denen verbündet und auch wieder im Plus, was die Zufriedenheit angeht. Gut, jetzt machen wir erstmal wieder eins im anderen. Gegner gesichtet. Brasilien und England haben ein Forschungsabkommen unterschrieben. Ja, das wissen wir schon mit Brasilien und Hormus hat Napoleon den... Ah, habe ich gerade richtig gelesen? Dass Hormus... Ja, Frieden schließen. Ja, super. Das ist natürlich klasse. Das gefällt mir. Und theoretisch könnten wir jetzt auch Hormus... 78, 75 und nochmal, dann wären wir mit Hormus verbündet. Würde uns taktisch einiges bringen.
Wir würden sehen, was hier kommt vom Engländer vielleicht. Aber wir sparen mal lieber das Geld. Wir sparen das Geld. So, Napoleon Krieg erklärt. Hormuz hat Frieden mit Hongkong geschlossen. Okay, Brasilien nicht verbündet, haben wir jetzt gerade gemacht. Rabat kann einen Gegner angreifen. Genau, und zwar hier oben. Und das werden wir selbstverständlich tun. Allerdings. Ey, sag mal. Bleibst du hier? Ich glaube, das muss funktionieren. Raus und wieder rein. Muss das funktionieren? Wenn es nicht funktioniert, sind wir tot? Glaub nicht. Wir testen es mal. Komm. Ich glaube, es ist keine Fort. Ja, gut. Er kann nicht zurückziehen. Aber ich denke, das sollten wir auch so überleben. Dadurch, dass der komische Idiot, also ja, die KI mal wieder alles. Die KI mal wieder alles wassert, warum auch immer, sollte die Einheit nicht in Bedrängnis geraten. Der Marvin, der Gute. Nicht, dass wir ihn gleich verheizen hier in der ersten Folge. Okay. Wir haben hier unten noch Fregatte und einen Freibeuter. Da werden wir uns doch gleich mal genau entgegen. Oh, noch eine Fregatte. Jetzt wird es aber kriminell. Okay. Dann müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Bleibt unser Freibeuter, der braucht noch eine ganze Weile. Ich würde ja gern schon auch die Einheiten, die jetzt gerade zu Wasser sind, abknallen. Aber hier unten ist einfach zu viel Feindkontakt. Gut. Auf jeden Fall, mit dir fangen wir mal an. Du bist keine Reichweitenfregatte. Wir tauschen mal mit dir. Dann stehst du schon mal vorne. Kannst schon mal zweimal auf diese Fregatte hier schießen. Ja, nochmal. Du machst den End, weil du bist auf Landbeförderung befördert. Okay, du kannst nichts weitermachen. So, der ist noch nicht kaputt. Scheiße. Ah, ist doch ärgerlich. Scheiße. Na gut, was soll's? Müssen wir durch. Gut, er könnte anlanden, kann aber nicht gleich angreifen. Könnten versuchen, vom Wasser aus hier anzugreifen. Naja, okay, du bleibst hier. Feuern. Feuern. Ja, was soll ich jetzt machen? Wir müssen einfach hier einen nach dem anderen versenken. Gut, dass wir Verstärkung gebaut haben, die da hinten schon kommt. So, und hier, das ist ja unglaublich, was der Impi hier geleistet hat. Ein Trefferpunkt nur noch. Na, du musst ganz schnell zurück. Und jetzt werden wir doch, das wäre natürlich hervorragend, das sind drei Einheiten, die hier drin stehen. Das würde Frankreich nochmal ordentlich schwächen. Deswegen volle Granate, Renate. Rauf da. Und dann hoffentlich mit der Karavelle oder dem Freibeuter die Stadt erobern. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Wir nehmen den Freibeuter, der hat nochmal Goldraub hier, ne? Der hat Küstenräuber. Da gibt es nochmal mehr Gold. Und rauf die Luzi. Tada! Marionette erstellen. Und minus 5. Und ganz ehrlich, ich glaube, die Stadt werden wir abfackeln. Das Gold kriegen wir von Marseille. Ist ja produktionsstark, brauchen wir aber nicht. Wir brauchen nur Marseille jetzt als Hafen, so gesehen. Paris wird eh als nächstes fallen. Und die Stadt müssen wir ja behalten. Hauptstädte können ja nicht abgebrannt werden. Deswegen wirst du brennen. Achso, da muss ich die Stadt annektieren. Eieiei. Und jetzt Stadt vernichten. Okay, und natürlich, was wir immer machen, wenn wir eine Stadt vernichten, wir verkaufen alles.
So, wir haben jetzt 10 minus 10 Unzufriedenheit. Scheiße. Wir haben ordentlich Kohle auf der hohen Kante. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier nicht irgendwas Zufriedenheitstechnisches kaufen können. Dann haben wir eigentlich das nächste Mal eine Politik. Das dauert auch noch ein ganzes Weilchen. Nee. Nee. Sieht alles nicht so rosig aus. Wir haben schon ziemlich ausgereizt. Pagoden. Allerdings haben wir nur 250 Glauben. Tja. Ich glaube, wir müssen da einfach durch. Wir können mal gucken, was unsere, na, die Stadtstaaten noch so anbieten. Hongkong kaufmännisch sind wir nicht mehr verbündet. Waren wir aber mal. Ich weiß gar nicht, was hat Hongkong für Ressourcen? Pelze und Porzellan haben wir da schon. Wir haben hier kein Porzellan und keine Pelze. Also 17, na, das werden wir uns so leisten können. Wir werden 500 geben oder wenn wir 1000 gleich reinbuttern. Ah, buttern wir 1000 rein. Sind wir verbündet? Nur noch minus 6, das ist doch schon mal nicht schlecht. Okay, haben wir Krieg, können wir eh nichts machen. Laser. Wo ist Laser eigentlich? Ah, hier unten. Religion verbreiten. Na, wir kommen langsam, aber ja, ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Müssten wir ein paar Missionare irgendwie noch kriegen oder so. Ja, gut. Okay. Hier nochmal einen Schuss. Gut, wir lassen es jetzt bei 6 Unzufriedenheit. Ist dann halt so. Kann ich jetzt nicht ändern. Die Stadt brennt ja langsam aber sicher ab. Und von daher sollte sich das dann bald auch wieder ausgehen. Das ist ja kacke, wir sehen nichts. Aber dadurch, dass wir ja. Können wir schießen, schießen und zurückgehen, oder? Bei Doppelangriff, das ist natürlich noch genialer. Kannst ballern. Nochmal ballern. Und dann einmal zurückziehen. Ah, hätte ich dabei auch machen sollen, ich Trottel. Eins, zwei. Ach, da kommt er gar nicht ran. Na, hervorragend. Ach, ich mache einen Quatsch hier gerade, ich sag's euch. Ich hätte ihn einfach stehen lassen sollen da und schießen sollen. Oh. Trottel. Ja, ich sag's ja, heute bin ich ein bisschen Banane. Ich hoffe, das bessert sich noch. Den Tag über. War ich jetzt schon in der nächsten Runde? Eigentlich wollte ich, glaube ich, die Runde schon längst beenden. Ich wollte eigentlich nur gucken. Ob der Marvin überlebt. Das war eigentlich, was ich nur sehen wollte. Aber wenn es jetzt so lange dauert, dann lasse ich das einfach. Und wir gucken uns das dann in der nächsten Folge an. Aber ich werde trotzdem noch alle Einheiten hier einmal jetzt bewegen. Zieh mal zurück. Kann sich hier erstmal heilen. Also, ich glaube, jetzt haben wir es. Ja. Genua hat Hormus den Krieg erklärt. Ja. Und wir gucken jetzt trotzdem noch, ob der Marvin überlebt. Den Spaß gönnen wir uns noch. Ja, unsere Einheit hat natürlich jetzt auf den Sack gekriegt. Das war total dämlich von mir. Ich hätte die aber stehen lassen können und Madrid damit anschießen können. Ist halt so. Die bauen immer noch Weltwunder, obwohl sie langsam untergehen. Marvin wird jetzt von allen Seiten angeschossen. Ich hoffe, der gute Kerl hält aus. Da kommen nochmal Pikeniere angerannt. Die Kanonen sind wieder zu Wasser. Eieieiei, auf den letzten Metern hier geht es nochmal richtig los. Da kommt noch eine spanische Galeasse. Jetzt unterstützend. Hier drei Fregatten. Alter Falter. Ah, wir haben ein Problem. Wow. Genua macht wieder ordentlich Stress. Die haben auch ganz schön was da. Eieiei. Hormus verlangt nach einem Handelsweg. Warum ist Hormus und Genua im Krieg?
Kann mir das jemand erklären? Ja, na gut. Ist auch nicht so schlimm. Also, meine Freunde, wie ihr seht, der Marokkaner macht hier ordentlich Rabatt. Er geht sogar langsam Richtung Olundi, ist jetzt wieder gelandet mit seinen Kanonen. Die werden natürlich Rabat wieder ziemlich unter Druck setzen. Wir müssen jetzt Spagat hinkriegen zwischen Fregatten aufhalten, die Kanonen kaputt schießen, damit sie Rabat nicht einholen. Marvin muss wieder zurück in die Stadt. Es wird sehr spannend und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.